Hallo, liebe Kinder, da bin ich wieder. Und ihr seid sicher ganz gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Wer noch dazukommt, welcher Finger noch dazukommt. Und heute könnt ihr schon mal den Mittelfinger grün anmalen. Während ich euch die Geschichte von Mitfingo erzähle. Mit Fingo, der grüne Drache, der fand sich besonders schön. Seine großen grünen Flügel, sein hellgrüner Schwanz und seine dunkelgrünen Stacheln auf dem Rücken und dem Schwanz. Er wohnte in seiner Holzwerkstatt auf einer großen Wiese. Es gab zwei Dinge, die mit Fingo gut konnte, die er wirklich richtig gut konnte. Erstens war er ein richtiger Flugkünstler. Wenn er sich einen Anlauf nahm auf der großen Wiese und sich in die Lüfte schwang, dann war er leicht und schnell. Und er flog durch den Wald, beweglich und leicht und berührte keinen Baum. Keiner konnte das so gut wie er. Mit Fingo war berühmt in der ganzen Gegend. Und zweitens konnte er aus Holz die schönsten Figuren auferstehen lassen. Er hatte immer tausend Ideen im Kopf. Er machte kleine Figuren, große Figuren, ganz große Figuren, Riesenfiguren. Aber am liebsten machte er Fantasiefiguren. Diese Fantasiefiguren, die waren so lebendig, dass sie fast davonrennen schienen. Diese Figuren standen alle in seiner Holzwerkstatt. Und wenn er mit seinen Hölzern arbeitete, dann fühlte er sich glücklich und er war ruhig, ganz ruhig und friedlich. Und seine Fantasie sprudelte ohne Ende. Aber das war nicht immer so. Als mit Fingo noch klein war, lebte er mit Mama und Papa in einem kleinen Holzpalast. Er war ihr einziges Kind. Und der ganze Stolz der Eltern. Aber es war nicht so einfach mit Fingo. Wenn es nämlich nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte, dann wurde er schnell wütend und gereizt. Und aus seinem grünen Drachen wurde dann ein roter Drachen, der schäumte vor Wut. Und der giftig Feuer spuckte. Das war in einem Holzpalast ein bisschen gefährlich. Seine Eltern waren oft verzweifelt und wussten sich nicht zu helfen. Und sie fragten sich oft, wie sie das verdient hätten. Und eines Morgens aber wurde alles anders. Papa, sagte zu Mitfingo, du, Mama und ich, wir fliegen heute auf den Feuerberg. Aber du weißt ja, das ist viel zu gefährlich für dich. Da bist du noch viel zu klein. Du musst zu Hause bleiben.
Und die Eltern flogen auf in den Himmel mit Fingo. Ärgerte sich darüber aber so wie noch nie in seinem Leben. Vor Wut schlug er mit der Faust auf den Tisch, dass es nur so krachte. Schnell wurde sein rechter Mittelfinger dick und pochte ganz stark. Ohne zu überlegen, nahm mit Fingo seinen rechten Mittelfinger in die Hand und hielt ihn fest. Der verletzte Mittelfinger pochte schnell weniger und langsam verflog auch sein Ärger. Die Wut wandelte sich in Kraft um. Und von dem Tag an war mit Fingo nicht mehr der gleiche Drache. Er wurde nie mehr rot und blieb immer grün. Und er war ruhiger und gelassener. Und wütend oder verärgert wurde er nur noch, wenn in seiner Holzwerkstatt etwas wirklich daneben ging. Das war die Geschichte von Mitfingo. Also, ihr habt gehört, wenn ihr euch euren Mittelfinger haltet, dann verfliegt euer Ärger ganz schnell und ihr werdet ruhiger und könnt am Abend vielleicht auch besser einschlafen. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Tschüss!